Ah, kurz Kühlpop annehmen. So, mein Freund. Das ist ein Schwert. Siehst du es? Kurzer Griff, ja. Kürzer als die Klinge. Es sieht wunderschön aus, nicht wahr? Oh, es ist actually, es sieht so elegant aus. Die Spitze ist auch sehr scharf. Spitz, nicht scharf, sorry. Und du kannst damit auch zustechen. Ähnlich wie mit einem Speer, aber ein Speer, mein Freund, hat viel Holz. Hat einiges mehr Reichweite. Du kannst es werfen. Es ist viel angenehmer auch zu produzieren, weil es nicht so viel Stahl verarbeiten muss. Und ja, was soll ich sagen? Eigentlich wollte ich nur mein Schwert flexen. Eigentlich gab es hier mal gar nichts mehr beizufügen, weil er obviously gemimt hat, aber ich wollte einfach Glamdring holen. Honestly, es gab keinen Grund, das Ding zu holen, aber ich wollte es einfach mal gemacht haben. My bad, sorry, guys. Wenn man es schon besitzt, muss man es ja auch, ne, für irgendwas verwenden können. Definitiv eine hässliche Lanze. Ja, yep, sehr hässliche Lanze. Das ist doch kein Schwert, das ist ein Löffel. Hat dein Schwert einen Namen? Ja, yep, das ist Glamdring. Der Feindhammer. Das Schwert, welches Gandalf aus der Höhle der Goblins zieht. Und das Schwert, mit welchem Gandalf unter anderem den Balrog bezwungen hat, was wohl sein wichtigstes Werk war. Es ist einfach eine Replika von Gandalfs Schwert. Deswegen heißt es obviously Glamdring. Buttermesser, nee, ist ein Brieföffner. Ich benutze es immer. Wenn ich Briefe kriege, öffne ich sie damit. Warum machst du deine Lanze komplett aus Stahl? Nein! Wie schwer ist es eigentlich hier? Es ist ziemlich hochwertig. Ist recht schwer. Ein paar Kilo wird es wiegen. Kann dir nicht wirklich sagen, wie viel. Kann sowas immer recht schwer einschätzen. Wie viel wiegt ein Apfel? Sind bestimmt 20 Äpfel. Wenn das eine gute Maßeinheit ist. Oder vielleicht sind es auch 30 Bananen. Und so eine Bio-Banane, die ein bisschen kleiner ist. Wie viel hat es gekostet? So knapp 400 Euro. Das war von meinem Gandalf-Cosplay und es war ein echtes Replika. War schon recht teuer, honestly. Was spiele ich jetzt gegen Fiora? Because I don't know. Listen up. Jace! Mann, die werden Fiora Ivan spielen, da sollte ich wahrscheinlich Facewash gehen. I think. Simmer Bone Collapse. Ist etwa Netflix Jace aus der populären Arcane-Netflix-Serie Videospiel League of Legends World Games Powder? Ja. Warte, ich kann ja bestimmt googeln, wie viel es gewogen hat. Es wird auf der Website stehen, wo ich es gekauft habe. United Cutlery Glamdring. Actually, war es so 300 Euro, nicht 400. Gewicht 4. Ja, es ist genau das. Ist, glaube ich, actually genau das, ich habe, ne? Habe ich auch diese Wandhalterung? Ich glaube, ich habe auch diese Wandhalterung. Und dann sind es 5,3 Kilogramm. There you go, Matt. Rechne das jetzt bitte für mich in Äpfel um. Rechne jetzt erst in Äpfel um und dann in Bananen. Sieht man gut? Ach, come on. Ach ja, die Cam ist groß. Fuck. My bad. Hier, 5,3. There you go. Bitte, bitte unbedingt in Äpfel umrechnen. Sollten 5,3 Kilogramm Äpfel sein, aber das stimmt doch nicht. Also 5,3 Kilogramm Äpfel sind ein bisschen leichter als jetzt 5,3 Kilogramm Stahl, logischerweise, ne? Was sind Äpfel? Äpfel sind leichter als Stahl, klar. Von daher, so, das, was du sagst, stimmt nicht. Ist wie mit dem Blei und den Federn. Kommt die Apfelsorte an, und okay, dann nehmen wir Pink Lady. Pink Lady Äpfel. Pink Lady Äpfel, wie viele? 27? Wie viel wiegt denn ein Apfel? Aber 5,3 Kilogramm sind doch so oder so 5,3 Kilogramm, egal aus welchem Material. Nanami, das ist der Witz und ich bin du.
Meine Güte. Gibt immer einen im Twitch-Chat. Immer einen. Es gibt immer einen im Twitch-Chat. Immer. Immer. Always. Oh, bitte sei nicht im Busch drin. Bitte sei nicht im Busch drin. Nicht! Okay, sie ist safe im Busch drin, wenn ich das da unten sehe. Ich meine, sie ist Ivan, also. Sie ist nicht im Busch drin. Sie hat Ivan im Jungle. Sie muss, egal wo er startet, nicht leashen. Es ist Ivan. Sie war nicht im Busch drin. Can't believe it. Mein Glück ist. What? I will not fall. It's like no one can hurt. Ja, ich lasse dich nicht das weiter resetten, du blödes Project Fiora aus Cyberpunk 2077. Das Game war eine Enttäuschung. Wo ist mein Geraldo auf Riviano 4? Sieht auch ein bisschen aus wie Raiden aus Metal Gear irgendwas. Hab ich auch mal gespielt. Also wie gesagt, eigentlich normalerweise... Kommt aber gut, aber... Normalerweise, was passiert gegen Ivan mit Bruiser, er kommt irgendwann Topline halt. Also eigentlich immer Topline parfen Ivan für seinen Bruiser-Champion. Ich muss die Wave rauskriegen und weg hier. Ist jetzt schon unangenehm genug. Nachdem ich den Cannibal gemisst habe, ist es auch wieder nicht gut fürs Mental. Aber es ist schon spät am Tag, ich muss gleich zur Arbeit, also kein Wunder. I feel stupid. Here we are now. Entertainers. Clean. Der hat ihr weiter gefällt, aber sie hat es gut eingeflasht, honestly. Und ich habe davor einfach gegrieft. Ich hätte einfach nicht leashen dürfen. Das ist immer das gleiche Problem, das sich immer und immer wieder ereignet. Jetzt bin ich so fucked. Und was hat sie clean gemacht? Vor allem war das Beste an der Aktion, was sie gemacht hat, war legit, dass sie Q Auto-Attack W hat. Sie hat nicht Q W, sie hat Q Auto-Attack W. Dadurch hat sie mich actually töten können. War genau richtig. Q Auto-Attack W war der einzige Weg, wie ich da sterben kann. Hat sie clean gemacht. Bis auch gerade jeden Minion, es ist wieder beautiful. Wenn wir Glück gehabt hätten, es weiter wäre hinter mir gewesen oder über mir, dann hätten wir überlebt, aber es war halt unter mir. Was aber bitter war. Good degree. Toll. Mehrere Kacke überschrieben, geil. Nice. Das ist ja so clunky mit Jace, das funktioniert ja seit Jahren schon so, dass du Leute komplett zurückwirfst, auch wenn sie flashen, wenn sie dashen. Tatsächlich ist das sehr konsistent sogar, aber es sieht immer wieder dumm aus, wenn es passiert. Ne, Medivhorn macht dir mehr Damage an Turrets und ich krieg Mana zurück, deswegen lohnt es sich mehr als Medi hier zu hitten. Es sei denn, ihr habt W ab, was ich gerade nicht tue. Nice. Damit sind wir ein bisschen zurück, was das Matchup selbst angeht. Ja, eigentlich normalerweise würde man relativ früh Dingens kaufen, Anti-Heal, aber bei Jace kauft euch einfach Longswords. Wenn es ein Longsword im Inventar, wenn es ein Longsword gibt, das ihr kaufen könnt, vom Gold her kauft euch es einfach. Ihr könnt alles daraus bauen. Aber ich das schon mal erwähnt, ich sag's das immer auf Jace, es ist so crazy. Das ist der beste Item-Path, den es gibt. Assassins sind auch unter anderem deswegen OP, weil sie einfach immer guten Recall haben. Sie haben nie schlechte Items in Base. Longsword, 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 Longsword. Longsword, Longsword, Longsword. Longsword, Longsword, Longsword. Longsword, 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 Longsword. Longsword, Longsword. Longsword, Longsword, Longsword. Es ist das so OP. Ist so geil. Du hast immer ein Reset. Du musst nicht irgendwie so ein dreckiges Kindle-Gem kaufen oder so, wie auf einem Bruiser. Auf Camilla war so Kindle-Gem. Fühlt sich wie so ein dreckiges Schmutzteil.
Wie so ein Orb der Schande. Ivan ist Top-Lane, aufgepasst. Aber hier, ich kaufe Longsword und nach meinem Longsword kaufe ich Longsword. Longsword, Longsword, Longsword die ganze Zeit. Na, fucking love it. Hang. Alter, cleane Kombos heute. Perfekt auf mich selbst gecastet. I love it. Ich hoffe, man könnte das E einfach Alt-E eincasten, quasi so wie Stealth-casten. War so geil. Ah, ambitionierter Q zu treffen. Wenn sie mich so sieht und ich so nach vorne laufe und sie währenddessen sich nicht selbst zieht, weil sie nichts last hat oder so. Ich hoffe, dass ich sie baiten kann, wenn ich so aggressiv spiele, aber sie scheint mit dem Graffs zu rechnen. Oh, das war schlecht. Wieder sehr clean und auch schön von Graves. Er muss zwar diesmal dafür flashen, aber we'll take it. Oh yeah. My life be like. Ja, ist ganz nice, W und dann Meliform zu casten, weil er dann einfach mehr Damage am Turm macht. Geht sogar Mana zurück. Wie gesagt, jetzt Medi macht er weniger Schaden an Playlinks. Das ist erst später dann nicht mehr relevant, wenn wir jetzt weggehen. Also eigentlich trotzdem recallen. Nicht noch weiter greeden. Raus hier! Braucht er mich dafür? Er hat gerade erst gestartet, ich muss resetten. Beim Ivan den Drake töten hören und Thor hat hier noch eine fette Wave. Solange Midlane nicht moved, sollte er auch fein sein. Longsword, wo bist du? Komm in mein Inventar, du geiles Stück. Machst mich ganz brattig, machst du mich. Actually, es ist keiner too close for comfort, aber er hat ihn jetzt sehr spät begonnen. Noch Blue Buff und so gefahren, nehme ich an, ja, genau. Oh, Dodge, Dodge. Kein Movement. Jetzt ist er tot. Close. Holy fuck, war das close. Ich dachte, Daisy hätte schon den dritten Auto-Attack mit dem erhöhten Damage und Knock gehabt, dann wäre actually tot. Given up. Ah! Auto-Attack gecancelt, aber ist fein. Mich gemisst der Minion, das ist gut. Ich hab tatsächlich also mit Ivan Ganks gerechnet, noch nicht einen Ivan Gank gespürt. Ich würde wahrscheinlich die Blaskon umlocken gehen. Ich hab die Zeit. Und Ivan noch ein bisschen ein Gank-Parfing weg. Peng! Q ins Gesicht. Mana Stack auf meiner Träne. Durch den Damage weniger Relevanz. Aber trotzdem nice. Guter Trade. Ich sustain noch mehr als sie, aber sie wird einfach wie Contipin hier. Ich weiß, was sie machen sollte. Wenn nicht, dann ist es schlecht für sie. Dann würde ich sie einfach. Weil ich denke, sie ist einfach wie Contipin und dann werde ich sie ihr nachtun gleich. Vielleicht sucht sie auch nach Honeyfruit, aber das ist eher unwahrscheinlich, dass sie eine findet. Oh, das war eine schlechte Kombo. Habe ich Eclipse in Base? Ja. Krieg ich das Spell noch gerade so? Es sollte ausreichen, ne? Es sollte ausreichen. Ich habe gerade meinen Turm gehittet. Ja, nice. Noch cooler wäre es, wenn ich auf Level 9 geresettet wäre, damit ich mir einen Blue Trinket hätte kaufen können. Aber es läuft alles supi. Sie geht tatsächlich sogar Brightbreaker oder Triforce Instant mit Attack Speed. Hasse auch von X. Ja, wir spielen mit Facer schon mit Ruhe. Und mit Reichweite. Muss sie so nicht fighten. Wir sind so am Chillen hier oben. Lives in ihre Kacke entgegen. Wenn ich eine Kombo nochmal treffe, dann haben wir Kill Pressure.
Sucht nach Honeyfruit Defibra. Wird bitterböse enttäuscht. Ich glaube, sie findet noch mich raufgelaufen. Ich glaube, es gewinne ich sogar. Was mich. Ich muss hier W-flashen. Oh geil, first turret. 5 Plates. That's what you like to see. Peng. Joram Bursch oder was macht sie? War geresettet, ha? Huh? Sie wollte doch wahrscheinlich, dass sie farmen darf, aber ich kann die Werf rauspushen. Auch mit dem Moven, aber kann fein sein. Weil es war instinktiv richtig, aber es tötet mich trotzdem. I mean, er wird auf Ivan gequeued. Und dann meine Q mit Flash gecancelt, weil ich von seiner Q sonst getroffen werde. Weil ich halt eine gerade Linie Q. Aber wenn ich schon flashe, kann ich einfach nach oben rausflashen. War dumm. Zwar instinktiv irgendwo richtig, aber halt useless. Einfach nach oben rausflashen sollen. Naja, ein bisschen zu greedy. Gib mir ein Blutschwinket, gib mir mehr Longswords. Oh yeah. Mein Lieblingsitem. Peng. Da reicht nicht aus. Meint ihr, wenn ich jetzt schnell hinlaufe und Graves nicht hingucke, kann ich seinen Rapper farmen, ohne dass er es mitkriegt? Dann denkt ihr vielleicht, dass Ivan den gecounter-jungelt hat. In einem der Par-BG. Danke, Netzhauptmann. Willkommen. Danke dir. Upset auf eine Killing Spree. Make me say. Können wir Blue Buff invaden? Ich glaube, ich hätte letzte Zeit Rap Buff tatsächlich wirklich genommen, war es einfach nicht gut auf der Wave. Hat sogar Eclipse geprockt und sie ist trotzdem in Base. Hä? Untröstlich. Beschreib es nicht ansatzweise. Untröstlich, ein zu tröstliches Wort für meinen Emotionsstatus. Aber ja, ist ja normal. Die letzten 0,5 Sekunden, das wissen wir ja alle. Aber dass das 0,5 Sekunden gewesen sein sollen, wenn ich sogar noch Eclipse auslöse. Es ist sowohl meine Range Q haben getroffen, als auch mein Melee W oder mein Melee Q. Sind durchgegangen und sie ist trotzdem in Base. Das ist schon wild. I'm always ready. Weil ich brauche ja zwei Fähigkeiten, die Clips auslösen, ne? Du hast sich Blue Buff gegönnt, von Ivan natürlich geshared. Er hätte das Gold nicht bekommen, aber halt den Effekt. Eigentlich will ich noch viel mehr Spells benutzen. Wir brauchen unsere Träne gestackt. Ich hab bald schon Muramana. Aber mehr geht halt nicht, als was ich gerade tue. Er sollte die Wave langsamer fahren, damit ich mehr Spells casten kann. Legit nur. Never look back. Never really listen. Spawn ihn! Tu es! Oh. Auch der größte Herald Spawn Angle für Sidentum, den ich je gesehen habe. Oh, Vorsicht vor ihr. Die Combo, actually. Die war schnell und schön. Weiter resetten. Time to make a stand. Peng! Ja, kann ich nicht mehr Progress machen. Na, ich habe noch so lange auf meiner Träne. Meine Träne lässt noch lange auf sich warten, aber... Ich
brauche es nicht mehr. Und nicht einfach Held mit dem Top-Helm beschworen, I don't know. Ja, 800 Gold instant. I apologize. So, sind jetzt sehr, sehr OP und wisst ihr, was wir als nächstes kaufen zu Chatty? Ja, es ist ein Longsword. Oh yeah. Auch ein neues Longsword in dem Inventar meiner Collection. Habt ihr Witcher 3 gespielt? In der Expansion Blood and Wine, wo Geralt am Ende dann Corva di Bianco, oder wie das hieß, wo du quasi auch so deine verschiedenen Rüstungssets und Schwertsets quasi sammeln konntest. In meiner Version von Witcher 3 waren einfach nur Longswords ausgestellt. Überall. Oh, fucking geil sind die Dinger! Oh, ich mach mich so glücklich. Oh, noch ein Stack. Kann ich noch die Crux delay? Okay, nee. Ich kann die Crux nicht. Oh, what the fuck? Eigentlich soll ich langsam groupen und poken. Weil ich nicht Crux haben soll, hier bei Mitte gehen sollen, den Djinn kurz umblasten. Komm, er ist genau da. Longsword? Noch eins? I need more. Huh? Was ist das für der Bär? Er ist der Beste. Ich bin tot. Aber dich nehme ich noch mit mir. Save me, common name. Save me from the dark. Scheiße. Ja, der ist nicht hierüber geflasht, sondern hierüber. Scheiße, ne? Gehe ich jetzt Zeryldas oder gehe ich Serpents? Die Gegner haben einen Ivan. Der Champion ist useless, wenn ich Serpents gehe. Und die geben auch relativ wenig Armor. Hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen. Da ist eigentlich schon genug Armor, um auch Zeryldas zu rechtfertigen. Graves, are you going Serpents? Antworte schnell oder schweig für immer. Graves! Are you going Serpent? Okay, er geht, ist gut. Ändert alles. Da brauche ich keins, dann gehe ich so Gildas. Oh, Jin, du kleiner Hecht, du. Wer ist mit dem Schockblast ins Gesicht? Peng! Wollen wir nicht Damage, Mann. Gib mir mal einen Immun. Jealousy's a bad invention. Wisst ihr, wer auch. I mean, ich sag's, es ist Leute, Jace und Heimerdinger. Beides Innovator in TFT. Ne? Kommt auch beide aus Net. Ach, ist auch egal. Fast Malamune fertig. Wahrscheinlich wird die Wave zu schnell gefarmt. Noch mehr Stacks. Hier ist ein Stack. Gut. Noch 33. Warum defendet niemand mit Lane? Hallo? Warum ist keiner hier? Du bist zu spät! Mann mit Schwert, Frau mit Schwert, sorry. Ich denke immer irgendwie an Raiden, wenn ich den Skin sehe und Raiden war männlich. Das hatte voll das gute Sound, den voll den guten Soundtrack des Game, by the way. Wo du am Ende gegen diesen Senator kämpfen musst, Senator Armstrong oder so. Das voll das gute Lied in dem Game. Eine Frau mit Lanze. Stimmt, der Schwerter sind ja Lanzen, my bad. Konnte ich das vergessen? Noch 15 Stacks. Stirb, Daisy! See you later, Daisy. Ja, ich habe zwei Longshots in Base, aber ich glaube, ich warte auf das Whisper. Oh, ein Stack auf Jura. Peng! Ein Damage. Ich brauche unbedingt Last Whisper. Zeryldas, das Grutsch. Und vor allem brauche ich mein Item. Gleich ist durchgesteckt. Da ist es. Manamune. Fertig. Echt lange gedauert, Mann. Boah, es ist jetzt 21 Blut. Das war jetzt nicht wirklich lange, aber. Dadurch, dass ich so viel Gold hatte, fühlt sich ein bisschen so an. Ich habe instant 5 Plates genommen und Führer gekillt mit Hilfe des Grabs. Nicht mich! Ich möchte leben!
so greedy einfach Nash zu machen, aber ey, ne, wenn es funktioniert, ist nicht dumm. He's out! Woohoo! Der Innovator. Mit dem innovativen Überlebens-Playstyle. Daisy, stirb! 50 G's für mich. Oh, hallo. That was hypey. Oh, das Kompromiss ist ein bisschen antiklimatisch. Take what? Aua, Mama! Oh, aua, hallo. We're walking the wire. Ich glaube, sie will das Grutsch in der Basis. Wir alle wissen, dass ich es extrem dringend brauche. Es baut sich aber nicht aus Longswords. Also es baut sich aus 4 Longswords, aus 4 Stück. Gutes Item. Voll, voll Bock, das Lied anzumachen, actually. Das wird wahrscheinlich zu laut sein. Wie hieß das nochmal? Warte, ich gebe einfach ein. Raiden vs. Armstrong Theme. Zu laut? Ja, ist zu laut für euch. Guck mal, das ist doch irgendwie einfach, das ist doch einfach Fiora, no? Das ist legit Fiora mit dem Skin. Also so keiner. Im Game sieht es mehr danach aus. Als hier. Time to make a stand. Die Frau mit Lanze. Oh, what the fuck? Who this? Warum ist der da? Warum weiß ich das nicht? Weil ich rausgetappt bin. Kann gut sein. Ah! Alter, diese fucking Zeraph Jin-Scheiße. Ist ja genau, was Brüki und Noway immer spielen. Ist ja so lästig, wenn man dagegen spielt. Einfach 50 Skillshots. Na, das ist nicht angenehm. Was ist jetzt das beste Longsword-Item? Will ich auch das Dance of Mime Champion kaufen? Ich könnte auch Maw gehen. Maw Serpent's Fang? Oh, das könnte ich mal in der Playlist aufnehmen. Ist not bad. Gerade 2 Autos gecancelt, weil ich nicht hingeguckt habe. Neu. Anti hier vielleicht auch nicht so bad. Alter, aber das ist ja mittlerweile voll stark. What the fuck? 16 Stacks. Wenn er doch vor allem outpoked. Ich kann nicht wirklich mittellaufen und poken. Weil die ist einfach gewinnen. Also muss ich fast schon Sideline spielen, oder? Ich gewinne gegen Fiora Sideline für eine Weile, aber nicht. Wenn sie mich auch played, gewinnt sie aktuell. Alter! How unplayable is this shit? Ja, ich kann nichts machen! Ich kann aber nicht wirklich Mitte gehen. Es ist ja so OP! Noway und Brüki.
Das ist einfach Nome und Bröki, Mann. Holy fuck, das ist so unplayable. Jetzt weiß ich, wie viele Games gewinnen können. Wisst ihr doch das eine Game, wo Nome auf Xerath war? Und einfach 0-0-0 statt bis zur 30. dann hier random den Jace über die Wand getötet hat. Ich bin gerade der Jace aus dem Game. Und der Xerath ist Nome. Und Jhin ist obviously Bröki. Das ist ja so unplayable. Peng ist tot. Und Lucian dasht. Ich glaube, wir verlieren. Ich weiß nicht, wie wir spielen wollen. Warum fightet er es noch? Oh, er ist Faker. Er ist der Tote Faker. Okay, das ist er reingelaufen. But maybe we're both the same. Okay, wir können nicht Poke gewinnen. Wir können auch nicht wirklich 5v5 gewinnen. No? Was heißt, wie spielen wir? Slipwash auf Botlane, während Führer. Was? Na. How to play the game? Because I don't fucking know. Xerath catchen ist unmöglich. Guckt euch deren Majors an, 24 und 22. Ich habe allerdings jetzt einfach Botlane gelaufen, der ist Level 15. Ein Fjord hat hauptsächlich Armor, aber sie hat doch gerade Maw gekauft, Hextucker gekauft. Wenn mich der slow trifft und Jhin einfach ultet, bin ich einfach tot. Jhin und Xerath mich da anfangen zu ulten. Wir haben einfach Xerath gecatcht. Der war so geil. Nash, 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 Nash. Nash, 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 Nash. Wir haben Zeit der Shutdowns. And that is not good. Nice! Der Xerath Catch hat irgendwie funktioniert. Keiner weiß wie, aber. Alter, ich werde es nicht hinterfragen, wenn es klappt. Let that walk for you. Wie wohl könnt ihr gestates und mich töten wollen? Ding ist aber, ich kann gegen sie gewinnen, wenn ich irgendwie ein bisschen Zeit gewinne, dass ihr Death Stands auf True Damage an dem macht. Weiß jemand, wie genau die Interaktion eigentlich geht auf Jace? Wenn ich jemanden EQ-Combo, okay, und es Proc Serpent's Fang, kann ich dann an Melee-Form wechseln und es zählt als Melee Serpent's Fang? Also wenn ich quasi EQ mache und dann Form wechsle und die EQ trifft, während ich ein Melee-Champion bin, dann ist doch eigentlich, dann müsste doch eigentlich der Melee-Buff drauf sein. Also hier so, genau so. Weiß jemand, wie das proct? Weil es zählt auf jeden Fall dann als Melee-Champion, wenn du deine normale Q benutzt, aber die Ranged Q? Und dann als Melee-Champion wirst? Müsste eigentlich gehen, no? Ich würde gerne Top-Lane, lass pushen. Und wenn Nash, diesmal ist es anders. Und Xerath hat keine Ult, also können wir leichter siegen als gegen beides. Jetzt mein Busch. Aua. Dafür musst du den Top-Turm-Project schon canceln, wir haben zwei Nips bekommen. Oh nice, er ist tot. Oh, huge, 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 huge. Oh, den Jhin gesniped für 800 Damage. Jetzt Flora hinten. Wo ist mein Champion? Ah, da hinten. Pam! Oh, scheiße, beide gemisst. Ich habe das hier gerade nicht gesehen, wo Jace ist. War so lost in dem Fight, so geil. Hab ich trotzdem noch guten Damage gemacht, aber ich war trotzdem lost. Aua! Recall TP Action. Und wir können enden! Es war legit ein Catch auf Xerath, der uns Nash gegeben hat, der das Game gewonnen hat.
Und natürlich auch Laning Phase ziemlich gut gespielt, aber am Ende war es dieser Catch. Oh, mein Damage. Ob ich so OP? Arcane oder Netflix oder was? Bless the Longsword, Twitch Chat. Danke, Longsword. Dank deiner Content, wie dieses Game mitnehmen. Welch langes Schwert. Sie haben uns geblessed. Blessed. Ja, war guter Stream. Viele gute Games. Viele spaßige Games vor allem. Viele verschiedene Champions. Projekt Aatrox wird morgen fortgeführt scheinbar. Denn der Champion wird ja morgen gebufft. Worauf wir uns, glaube ich, alle relativ vehement freuen dürfen. Jedenfalls alle, die meinen Stream gucken werden und sich auch Aatrox angucken müssen. Denn ich mag Aatrox, theoretisch. Mal sehen, was sich morgen ereignet. Generell wird es ja auch morgen sein, dass die Smile-Strategie genervt wird, ne? Heißt, morgen können wir wieder auch mehr Top-Lane auf Augenringe spielen. Da sehe ich mich auch. Wo ich mich ja zuletzt eher weniger gesehen habe, weil ich einfach keinen Bock auf Gen Akama hatte. Heute war ein guter Tag. Komplett gecarried mit Rindermeer, komplett runtergerannt mit Orianna. Richtig geiles Kale-Game. Das Game sieht gut aus, aber ich habe komplett gegrieft. Ich habe so scheiße gespielt. Das war crazy. Ich habe alles in Lane schlecht gemacht. Ich stehe 8-2 und ich habe so schlecht gespielt. Das ist crazy gut. Aber ja, nice noch Jace. Lyra und zweimal Aatrox. Komme ich auch wieder auf ein bisschen mehr Gwen und sowas. Aber ja, wie gesagt, abhängig dann von den Nerfs morgen. Denn jetzt geht's für mich zur Arbeit.